Привет, блядь! Ja, servus Jungs und Mädels, ich bin's, euer Mega-Hombre, der Consolero mit Sombrero, und ich sage euch eines, the grind was real. Boah, und wie real der war, Jungs und Mädels, das war ungelogen der längste und härteste Grind in meiner Videospielgeschichte. Aber jetzt ist es endlich soweit. Nur 12 Tage nach Knacken der 5 Millionen Marke habe ich gestern am Freitag die 10 Millionen Marke durchbrochen und mir endlich die Masken freigeschaltet. Und wie ich es im letzten Video versprochen habe, will ich euch jetzt noch einmal einen kurzen Einblick in meine Stats geben. Ja, da lag ich mit meiner Vermutung goldrichtig. Es hat tatsächlich nicht ganz bis zum Level 150 gebraucht, bis ich endlich die 10 Millionen Marke erreicht habe. 80% in der Win-Loss, ein vierstelliger Score per Minute und eine KD von über 2 sind, denke ich, Werte, die sich durchaus sehen lassen können. 177 Stunden Spielzeit waren notwendig, um dieses Ziel zu erreichen, also mehr als 7 Tage. Und wenn man dann mal überlegt, dass das Spiel erst seit 2 Monaten draußen ist, crazy. Außerdem fällt dann jetzt auch sehr bald die 10.000er Killmarke und der 100er Goldstar für den Hotwire-Modus und für den Operator sind auch schon in greifbarer Nähe. Also ich finde, das mit den Masken ist eine sehr gelungene Idee. Ich finde es richtig geil. Mir hat es total Spaß gemacht, darauf hinzugrinden. Und die Reaktionen in-game sind natürlich auch mal sehr geil, weil viele Spieler wissen einfach nichts von diesen Masken. Und wenn dann plötzlich irgendwie so da der Dinosaurier oder der Wolf daneben ihn herumtanzt, dann gibt es schon ab und an mal die Situation, wo die Leute so um dich rumkreisen und du genau in ihren fragwürdigen Gesichtern lesen kannst. So, und das bedeutet jetzt natürlich auch, dass ich jetzt einen guten Monat Zeit habe, schön rumzuposen auf den Servern mit den Masken, bis dann endlich das erste DLC Criminal Activity droppt. Dazu hatte ich ja neulich auch schon ein Video gemacht. Wer das verpasst hat, könnt ihr hier nochmal reinschauen, tue euch nochmal einen Link hier rein. Und Teil dieses DLC werden ja zwei weitere tierische Masken sein, eine Hasen- und eine Gorilla-Maske. Ja, und da kann man ja ziemlich sicher sein, dass die Premium-Mitglieder das nicht einfach so geschenkt bekommen werden, sondern ich gehe schon davon aus, dass daran wieder bestimmte Bedingungen geknüpft sein werden, aka 20 Millionen, ich komme. Na, wobei ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die zukünftigen DLC-Masken auch wieder an einen Bankkontoauftrag knüpfen werden. Beziehungsweise ich hoffe, dass sie das nicht machen, denn mein Vorhaben ist auf jeden Fall auch dann recht bald jetzt ein 100er Goldpack-Unboxing zu machen. Naja, wobei mit dem Kontostand, den ich jetzt habe, könnte ich ja sogar zwei davon machen und euch dann natürlich auch zu zeigen, was da für ein krasser Shit drin gewesen ist. Gut, Jungs und Mädels, sobald es weiterführende Informationen für das DLC und insbesondere für die Freischaltung der darin enthaltenen Masken gibt, werde ich euch natürlich auch sofort wieder auf dem Laufenden halten. Und euch natürlich auch gerne wissen lassen, ob ich weiter grinden werde und mir auch die weiteren Masken organisiere. Wenn euch also in Zukunft auf dem Battlefield Hardline Server der Dino oder der Wolf entgegenkommen sollte, schaut am besten zweimal hin. Es könnte der Mega-Hombre sein. Alles klar, Jungs und Mädels. Lasst wie immer einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns sicherlich ganz bald wieder. Also, bis dahin, euer Hombre.